Hallo, jetzt willkommen weiter vorgelöst mit dem Mark. Ja, wir werden jetzt noch mal eben ein paar Paletten von A nach B kutschen. Und danach vielleicht noch ein bisschen Wiese mähen, denke ich mal. Oder wir spulen, mal gucken, wie weit wir dann mit den Lohnsachen sind. Weil auf Baumwurzel säen habe ich jetzt gar keine Lust. Auch gar keine Lust, das machen zu lassen. Wir machen ja den wenigsten Kram selber. Wir fahren jetzt noch, ich denke, wir holen jetzt einfach mal einen Sattel zu voll. Sattel zu voll Paletten ab und dann haben wir noch so ein paar Produktionen, wo ein bisschen was hin kann und ein bisschen was rein kann. Vielleicht gucken wir mal. Ja, Mark Volltreffer. Vielleicht haben wir dann noch irgendwo eine Stelle, wo sich lohnt. Wir drin, ja, wir könnten dann mal gucken, ob wir irgendwo eine, wo wir irgendwo einen Platz haben. Wo wir die hinräumen können, hätte ich jetzt spontan gesagt. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken, haben wir überhaupt noch irgendwas am Sägewerk? Nicht, dass wir jetzt hinfahren, wir haben gar nichts mehr. Das wäre natürlich katastrophal. So, da wollten wir gar nicht hin, wir wollten hier hin. Leerpaletten sind voll. Hier brauchen wir Leerpaletten 100.000. 100.000, da scheißegal. Auch nix. Da ist auch noch was drin. Die brauchen wir. Ja, Trisch brauchen wir 100.000 Leerpaletten für die Teststofffabrik. Auslagern. Sind 20 Paletten, die holen wir eben ab. Ich hab jetzt gerade noch mal kurz nachgedacht. Wir haben jetzt 19:42 Uhr. Ich mache jetzt zwei Folgen Lässt und komme ich damit bis Donnerstag. Und ich mache dann, glaube ich, noch zwei Folgen City Boss, oder? Jetzt mache ich drei Folgen Lässt jetzt und dann eine Folge City Boss. Obwohl, dann komme ich mit LS bis. Jetzt 2, 3, 4, 5 wäre schon mal schön, wenn ich bis Freitag. Dann hätte ich Mittwochabend und den Donnerstag Zeit noch aufzunehmen für diese Woche. Na, ich muss mal gucken, was ich schaffe, wenn es uns ehrlich ist. Ich habe mir gerade schon gedacht, so vor dem Essen habe ich gesagt, boah, scheißegal, kommen nur zwei Folgen die Woche. Montag und Freitag wäre dann was gekommen. Aber irgendwie ist das auch irgendwie nicht so mein Anspruch, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, dass ich jetzt doch nochmal alles gebe und nochmal gucke, dass ich auf jeden Fall. Guck mal, auf Europaletten ist sogar noch eingestellt, das ist optimal. Dass ich auf jeden Fall so viele Folgen wie möglich bringe und. Ja, deswegen, wir machen jetzt erstmal weiter. Das ist jetzt auch die dritte Folge, ist ja schon Mittwoch heute. B. B aus. L. Spanngurt. Fertig. Jetzt muss ich auch hier rausfahren. Ja, das Fenster mal wieder weg. Das stört auch nur. So, machen wir das so. So. So, auf geht's. Zellstofffabrik. Haben wir geradeaus durch. Oh, können wir eigentlich machen. Ja, dort sind wir direkt oben. Das geht, das ist besser zu fahren, glaube ich. Wie gesagt, dadurch, dass wir Citybus ja sowieso nur vier Folgen machen, brauche ich auch erst Donnerstag eine. Ne, Dienstag. Ne, ich brauche Montag eine. Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ich brauche dann schon morgen eine. Das ist natürlich auch smart. Naja, egal. Und ich habe jetzt ehrlich, dass ich jetzt auf dem Server spielen kann, habe ich jetzt noch nicht mal hochgeladen. Und das ist auch geil. Naja. Alles diese Woche etwas verzögert und anders und so. Dort muss ich gucken, wenn ich abends vom Lehrgang komme, was ich da vielleicht noch mal ein, zwei Folgen aufnehme. Das Problem ist, ich kann auch noch nicht genau einschätzen, wenn wir um 17 Uhr da fertig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis Punkt 17 Uhr da geht, der Olle Kack-Lehrgang. Hat natürlich die offiziellen Zeiten, aber ich kann es mir das irgendwie nicht vorstellen. Dann fahren wir noch mal gut anderthalb Stunden zurück. Der Vorteil ist dann, die Rush-Hour ist schon vorbei um 17 Uhr. Weil wir nämlich über die Rheinbrücke müssen. Unten bei. Wo ist das denn da hinten? Wir müssen über eine Rheinbrücke fahren.
Und ja, ich plan mal, wenn es ganz schlecht läuft, sind wir um 17 Uhr, 18 Uhr, sind wir spät um 19 Uhr zu Hause. Denke ich mal, im schlechtesten Fall sind wir 19 Uhr zu Hause, vielleicht schon 18:30 Uhr. Das geht doch alles von der Zeit her noch. Ja, und dann morgens früh raus, ich denke mal 6 Uhr. Ja, gar nicht wahr. 6 Uhr hier weg, Viertel nach 6 oder so. Ich denke mal, dass wir wohl um 6 Uhr wegfahren. Dann haben wir 2 Stunden Hinfahrt. Geplant sind gute anderthalb. Was ich aber mir morgens vorstellen könnte, wenn wir über die Rush-Hour die Rheinbrücke müssen morgens, das könnte noch problematisch werden. Bin ich eigentlich jetzt so schlau gefahren? Ja, doch, gehen wohl. Konnte man nicht mal bei Google Maps einstellen, zu welchen Uhrzeiten man fahren möchte? Weil ich habe jetzt schon ein paar Mal den Weg eingegeben, da bist du bei einer Stunde 25, eine Stunde 24, egal ob über Autobahn oder über Land fährst. Ich weiß auch noch nicht genau. Arbeit beendet. T7. Was hat der T7 gemacht? Hat er den Weg da nicht geladen oder ist da einfach nix? Ich bin auch ein schlaues Wesen, wisst ihr eigentlich. Doch noch ein bisschen düngen. Zumindest gleich zum Einkauf schicken wir den höchstpersönlich. Wir fahren jetzt auch mal Meter, ob jetzt klar, 100% mehr wird oder nicht. Weil wenn das jetzt gleich kein Prozent mehr wird, dann können wir das wohl abbrechen, denke ich mal. Das ist ja. Dann schreiben wir dann. Stoppe ich das einfach, schreibt mir das Geld so zu. Weil wir haben ja Safe Call hier gesät, gedüngt, hundertprozentig. Was natürlich jetzt Problem sein kann, wir haben Map-Wechsel gemacht. Dann liegt es auf jeden Fall am Map-Wechsel. Ja, guck mal, es wird sogar 1% mehr, aber ich kriege jetzt durch den kleinen Streifen nicht noch 10%. Das liegt am Map-Wechsel. Das ist natürlich jetzt 100. 163.000 gibt es dafür. Abbruch, ja. Abschließen, ja. Ich bin kein Admin. Ist auch mal wichtig. Was ist das Richtige? War das Richtige? Schickt ihn jetzt zum Hof. Denn ich habe am Hof noch Dings liegen. Saatgut, Hofparkplatz 1. Bitte, danke. Da liegt das am Mapwechsel noch hundertprozentig. Das ist immer ein bisschen schwierig, Mapwechsel mit. Dings habe ich aber auch ganz ehrlich nicht drauf geachtet, aber wir haben ja da gesehen, der ist ja rundherum gefahren, wir haben das Zeug ausgegeben, das passt ja alles schon. Von daher ist das auch schon gut. Licht halt nur jetzt nur Map wechseln. Falls sich da einer beschwert, warum ich das so mache, nicht mein Problem. Ganz eindeutig nicht mein Problem. So. Wo müssen denn die Paletten hin? Ich glaube hinten hinter ist das. Glaube ich. Guck mal, was war's auch noch?
Naja, La Platte wird hier nicht angenommen, wissen wir. Denn wir müssen hier hin. Hier werden hier angenommen. Oder? Ja. Und immer Spanngurt drauf lassen, weil dann haut das ganze Gerödel nämlich nicht ab. Jetzt ist also die Frage. Presse ich Kasperlen oder nicht? Komm los. Zieh leer das olle Dingen. So, Mark hat Kacke gebaut, deswegen. Das ganz einfach. Mark hat zu nah geparkt. Wie ein Meisterwerk. Gut, bringen wir den zurück und ich denke mal, ja, dann können wir eigentlich auch spulen ein bisschen April rein. Spulen bis April, dann können wir nämlich Mais säen. Wir können die Wiese machen. Wir können wahrscheinlich noch mehr Wiese mähen, aber wir machen erstmal meine. Ich denke mal, wir können im Lohn dann auch noch ein bisschen was tätig werden. Denk mal, vielleicht noch ein bisschen düngen oder so. Geht vielleicht auf jeden Fall noch. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt auf gleich einfach den 7 Erz zum Hof holen. Ich weiß gar nicht, wo ist der 7? Ah, der 7 Erz ist doch im Transport, oder nicht? Ja, nicht Ration. Ah, der kommt jetzt sowieso gleich zum Hof hoch, der Suppi. Und die Mischration kann ich ja sowieso, glaube ich, gleich nicht mehr laufen lassen, weil ich kein Stroh habe. Guck mal, der 7 Erz kommt jetzt sowieso nach oben. Der fährt sowieso jetzt zum Hof. Dann passt das ja. Dann können wir den da jetzt gleich abfangen. Sämaschine davor. Und dann mal gucken, ob wir dann den MF oder so vielleicht noch losschicken zum weiteren Mischration fahren. Aber ich würde auf jeden Fall den 7er für Säen gleich nutzen. Für die beiden Flächen. Das musst du auch genau machen mit Ecken ausfahren und alles. Alles will ich schön haben. Ach, hier ist Kalk, glaube ich, noch so gar nicht fertig, oder? Na gut, bis jetzt kann ja auch gleich noch weitermachen. Da kommt jetzt ja nicht drauf an. Wir starten ja sowieso mit der anderen Fläche. Und auf ein bisschen Unkraut ist dann auch gleich egal. Zweiunddreißig FPS. Wüst. Jung. Ist jetzt besser geworden eigentlich? 40, naja. Hält sich in Grenzen. So, wir sind am Hof angekommen. Wir gehen mal eben kurz in den 7, ja. Guck mal, der ist da. Dann übernehmen wir den Zapper mal und fahren ins Hof. Da kriegen wir noch Regen, so wie das aussieht. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Naja. Regen macht schön. Haben wir ein Einzelkorn? Ja, sicher haben wir. Haben wir schon mal zum Einzelkorn gesät? Wir haben ja nicht mal irgendwie Körnermais oder irgendwie sowas gesät oder Raps oder Sonnenblumen oder irgendwie sowas. Und brauchen wir auch eigentlich so gar nicht.
Ich will jetzt eigentlich nur Mais anbauen. Weil ich halt immer noch spekuliere auf eine Biogasanlage. Gut. Da spekulieren wir aber morgen drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, danke. Tschüss.